Seien wir mal ehrlich, wer liebt sie nicht, die Cookies von der grünen Fastfood-Kette? Ich zeige euch heute, wie ihr sie ganz einfach selber macht. Dazu brauchen wir auch nur ein paar einzelne Zutaten. Wir haben einmal gehackte Vollmilchkonfitüre, die tue ich im Sommer ganz gerne in den Froster, da verfärbt sich dann der Teig auch nicht so schnell. Dann haben wir Zucker, Ei, Butter, Mehl, selbstgemachten Vanillezucker, Backpulver und die übliche Prise Salz. Als erstes geben wir unsere Butter. Wieder sehr gut vorbereitet. Als erstes geben wir unsere Butter in den Kessel rein und schlagen die mit dem Zucker und dem Vanillezucker und der Prise Salz kurz auf und danach geben wir dann einzeln die Eier hinzu. Wenn die Butter, Ei und Zuckermasse jetzt richtig schön schaumig geschlagen sind, dann geben wir einfach unser Mehl dazu. Hier messen wir das Backpulver und mischen das kurz mit dem Mehl unter, dass sich das schön gleichmäßig verteilt. Und das lassen wir jetzt nur kurz unterrühren, dass sich das schön vermischt und die Butter, Zuckermasse das Mehl schon aufgenommen hat. Die Schokodrops, die hebe ich dann gerne mit der Hand unter, dass sich der Teig auch nicht verfärbt. Und die Cookie-Masse ist jetzt auch schon fertig. Zum Portionieren nehme ich gerne so einen Eisportionierer. Das hat dann die perfekte Größe für so einen Cookie. Nimmt man einfach an, streift den so ein bisschen auf dem Rand ab, dass man genau eine Kugel hat. Und dann drückt man halt wie beim Eis drauf, sodass man dann einen Cookie dann hat. Lasst schön Abstand, weil die ja dann noch ein bisschen breit laufen. Und fertig ist die ganze Sache. Als kleiner Tipp, wenn ihr ein GDL-Backpulver benutzt, dann könnt ihr die Kugeln, so wie sie sind, auch einfach einfrieren. Tut sie in den Froster, am besten getrennt. Und wenn die festgefroren sind, könnt ihr sie dann zusammen in eine Tüte machen. Und dann könnt ihr die einfach, die gefrorenen Cookie-Teiglinge, könnt ihr einfach aufs Blech aufsetzen und gefroren in den Backofen schieben. Es funktioniert aber nur mit dem GDL-Backpulver, weil das bei Wärme reagiert und nicht bei Feuchtigkeit. Wenn ihr noch Fragen zu dem GDL-Backpulver habt, dann könnt ihr einfach in die Kommentarliste reinschreiben. Die Cookies backe ich jetzt bei 175 Grad, so circa 10-12 Minuten. Die Cookies waren jetzt genau 11 Minuten im Backofen. Die dürfen dann auch wirklich nur so ganz, ganz leicht braun werden am Rand. Auf keinen Fall mehr. Ich sehe da die Schokolade, die hat sich nicht groß aufgelöst, die ist nur richtig da. Sind eigentlich wunderbar geworden, auch schön gleichmäßig rund. Und jetzt probieren wir die natürlich an. Wir gucken mal. Ja, die sind richtig schön saftig noch drinne. Schokolade ist noch schön stückig. Kamera, glaube ich, auch mal wieder was. Sind wirklich gut. Wenn ihr mal richtig Bock auf Cookies habt, dann ist das Rezept genau das Richtige für euch. Ich verabschiede mich für heute. Ich hoffe, mir hat das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch über ein Abo. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Bei Fragen oder Anregungen schreibt mir einfach hier in die Kommentarliste rein. Und bis dahin, backt euch glücklich. Ciao, euer Tobias.